Willkommen zurück zu Let's Play Together Neverwinter. Ja, wir haben aus Wir haben es aus der Innie geschafft. Genau. Und zwar hätten wir einfach bloß auf die Minimap auf die Tür klicken sollen und ja. Trotzdem ein bisschen komisch, dass die Planke da nicht funktioniert hat. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausbessern. Stimmt. Bessern. Bewerter 1. So. Jetzt müsste ich mal kurz was abgeben und dann hoffe ich mal. Dann hoffe ich wirklich mal. Da kommst du mal mit, ich will dir was zeigen. Ja, gleich. Bam, babam, babam, babam. Mal gucken im Inventar, ob wir da irgendwas gebraucht haben. Ich habe ein Gürtel für kritische Treffer und Kraft. Zu den haben. Kritische Treffer und Kraft, das klingt ja gut. Eben. Und ich habe einen mit Rüstungsdurchdringung und Lebensentzug. Das ist nichts für dich, ne? Nö. Oder Verteidigung und Lebensentzug. Verteidigung, zeig mal den her. Das ist aber ein Diamant, eine Kette, aber. Kannst du das tragen? Ja. Ab 12 aber erst. Willst du? Ja, wäre ganz cool. Gut. Wunderbar. So, den haben wir dann. Den, das können wir nicht haben. Okay. Wo müssen wir die Quest jetzt abgeben? Also ich weiß, wo ich diese tägliche Quest abgeben muss, wo wir dann 1000 von diesen Rohdiamanten bekommen. Will ich dir mal zeigen, dass du dann auch weißt, wo das ist. Okay. Das ist bei diesem einen kleinen Kobold da. Das ist ja übelst genial, wenn das so klappt, wie ich mir das denke. Da können wir dieses Payergeld für Lau bekommen. Das wäre echt cool. Hier bei dem Kobold. Tägliche Foundry abgeschlossen, Quest abschließen. So. Und ihr seht, ne? Ich habe jetzt 1000 von diesen Roh... Ich habe jetzt 100 Astral-Diamanten. Genau. Und diese Rohstrahldiamanten kannst du 1:1 in Astral-Diamanten veredeln. So, jetzt habe ich das veredelt und jetzt habe ich 1100 Astral-Diamanten. So, gehen wir jetzt auf dieses, auf... Mit der warst du dir ja, ich habe bloß 100. Die 1000, weil ich habe die tägliche Quest angenommen. Das bedeutet, wenn wir solche Foundry-Missionen machen, ne, und die erfolgreich abbeenden, kriege ich 1000 von diesen Diamanten, weil ich die hatte die Quest schon vorher bei dem angenommen. So. Und jetzt kann ich nämlich hier die Astraldiamanten eintauschen gegen Zen. Und der Preis ist gerade scheiße. Gestern Abend waren 6000 Zen gegen 380 von diesen Diamanten. Das ist super. Das ist Mist. Jedenfalls könnte ich mir jetzt hier diese Okay, das erklärt jetzt einiges. Was denn? Ich hab nicht richtig geguckt. Ein so ein Zen kostet 398 Astral-Diamanten. Oh. Okay, gut, das erklärt jetzt einiges. Na gut. Was machen wir jetzt? Herrschaft, PvP. Oder was anderes. Ich mal kurz gucken, was wir hier haben. Die Neverjaros. Wir müssen Janros Bescheid geben für die Quest. Ah, nee. Das war das gar nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt die Kanalisation untersuchen.
Warte mal, ich teile mal die Quest mit dir, vielleicht kriegst du die. Nein, Leona hat verlorene Nachricht bereits. Ach so, hast du die schon abgeschlossen? Nein. Okay, dann habe ich das vorhin alleine zufälligerweise mit aufgesammelt. Besuchen Sie den Schlachtmeister der Herrschaft in der Protectus Enclave, um PvP-Kämpfer auszuprobieren. Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde erstmal Nestei machen. Okay. Ja, ich wollte gerade die anzulegen. Ich glaube, mich hat's gerade rausgeschmissen. Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Achso, weil ich mich gerade nicht bewegen konnte. Jetzt hat's das wieder geschlossen. Das ist super. So, da sind wir wieder. Und ich würde vorschlagen, jetzt machen wir mal die Quest Nestei. Ja, ich werde sich was den Stunts wechseln. Okay. Oh, jetzt muss ich wieder von dort oben runterlaufen. Naja, sieh's mal positiv. Solange du an keiner Tür vorbeikommst, müsste das ja eigentlich funktionieren. Hehehehe. Wird jetzt bitte kein Running Gag hier über das ganze Let's Play Together. Warte auf den Moment, bis ich dich dann mal dort einklemme. Ich werde dich nicht nur im Spiel damit aufziehen. Danke. Darum warst nur du schuld. Nur ich, ja. Ja. Es ist immer nur meine Schuld. So. Immer. Bleib da an der Tür hängen, herrlich. Du bist ein böser Mensch. Ein böser, böser Mensch. Ich will, dass du das weißt. Ich bin ein Tiefling. So. Beweg mal deinen Tiefling auch schon her. Vorsicht, dass du dich nicht einklemmst bei dem Gitter. Ja, komm. Komm, geh weg. Ich bleibe jetzt hier in meinem Lagerfeuer und schön runter. Geh weg. Geh weg. So, reden wir mal hier mit dem Toten, falls er noch lebt. Es geht schon wieder, ich brauche nur ein bisschen Ruhe. Ah ne, ist das ein Junge? Okay. Es geht schon wieder, ich brauche nur... Ne, es geht schon. Finderlohn, her damit. Sammeln Sie 12 Schriftrollen aus der Kanalisation. Okay. Boah, seid ihr niedlich. Niedlich. Interaktion konnte nicht... Alter, ich will nicht mit dir handeln. Halt, hier ist Grünzeug. Kann ich nicht nehmen. So nicht. Woher siehst du? Pinkel, Gärtner. Das sieht man, wenn jetzt so rot funkelt, dann kann ich es nicht nehmen. Ah. Aber von so weitem schon? Ja. Denk dran, an keine Hebel ziehen. Hebel? Nicht vergessen, wir müssen hier Schriftrollen sammeln. Oh! 4, 5. Alter! Noch da? Bist du noch da? Bist du noch da? Hörst du mich? Na gut, liebe Freunde, wahrscheinlich hat es mich gerade aus dem Internet geschmissen. Weil Paul scheint mich nicht mehr zu hören und die Viecher hängen jetzt auch gerade in der Luft. Deswegen würde ich sagen, gibt's mal wieder eine kleine Unterbrechung und wir sehen uns wieder, wenn alles wieder so richtig läuft. Bis gleich. Da sind wir wieder. Fröhlich, frisch und feucht geht's jetzt hier auch weiter. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Kobolden. Nach dieser kleinen Unterbrechung. Paul, da ist ein Hebel, hast du den runtergezogen? Ja, wohl längst. Du Hebelsuchti. Ich habe auch schon mal hier die ganzen Fallen für dich aktiviert, dass du hier so blöd reinläufst, ne? Ja, das hat er richtig. Rennt erstmal voll rein in eine. Ich habe nichts. Keinen Schaden bekommen. Aber du. Warum ich. Du Sohn einer Mutter, du. Boah, jetzt hast du mir gegeben, schon wieder in der Falle gerannt. Ja, ja. Ich
deaktiviere die erstmal hier. Wenn keiner mehr hier reinrennt. Ich hab schon zwei von den Schriftrollen. Ich hab 6. Wieso? Na, ich darf. Sequenz? Was lacht er uns aus? Was, deswegen lacht er uns aus? Wegen dieser kleinen, süßen Spinne? Oh, Alter, die fallen. Die scheiß Giftviecher. Oh, ich hasse Gift. Kommt hier noch mehr? Hast du noch mehr solche irgendwas? Nö. War in der Kiste was drin eigentlich? Oder habe ich mich da... Nee, war nicht, Alter. Paul, am Hebel. Ja, klar, ich bin ja noch kurz das Vieh poken. Mach du mal, ich kümmere mich dabei hier um... Alter. Na, ich hat's voll gefühlt. Hat's, ne. Und, was drin? Aasfresser Plattenrüstung. Wow. Nehmen wir... Ich deaktiviere mal die ganzen Fallen hier. Ja. Kriegst du da irgendwie Erfahrung für? Nö. Schön wär's. So. Und... Na. Zack. Bamps die Dance. Hä? Ach, du starrst das Ding geht bloß auf. Ach so. Okay. Drecksviecher. Ich will erstmal heilen. Ah, genau, stimmt, das wäre erstmal gut. So. So. Ah, jetzt habe ich 8 Schriftrollen. Auch Schriftrollen. Dann. Woanders geöffnet. Hinter dir kommen Viecher. Was sollen sie tun? Keine Ahnung, die dich von hinten anspringen. Ich block alles weg. Die eiserne Jungfrau. Akam. Was, Akam? Das hatte ich, glaube ich, ein Paket für. Dort oben. Jo, hab ich ein Paket für. Ich kümmere mich um die Homos hier. Schön, zweimal Rückstand. Oh, ein Schild, ein Schild, ein Schild. So, ich habe die Schriftrollen fertig. Ich auch. Aber wir, das ist ja nicht die Hauptmission. Ist das für dich? Genau, Diebstahl. Lokale Karte. Wo schon inne. Was bringt die? Keine Ahnung. Mal kurz mal gucken. Ich habe wieder so einen Gürtel für Rüstungsdurchdringung und Kraft. Hebel. Ich habe ja meinen Gürtel. So. Jetzt ist das andere Fallgitter eigentlich theoretisch offen. Theoretisch. Yeah.
Bäm. Oh, ein Boss. Was, wo? Ach, das. Das war ein Boss. Wow. Hier, Religion. Kann ich auch nehmen. Das ist mein Paket. Crazy Schmuck beschädigter Götze zum Annehmen der Quest. Doppelklick. Ihr habt ein kleines Götzenstatue in der Truhe unter dem falschen Boden entdeckt. Sie ist ziemlich heruntergekommen. Quest angenommen. Hast du die auch jetzt mit den Götzen? Kann ich ja mal teilen. Hm. Kann nicht geteilt werden, ey. Crazy Schmuck? Ja, doch, hab ich. Nee. Crazy Schmuck? Nee, ich mein falscher Götze. Aber Crazy Schmuck war bei mir auch drin. Und mal, vielleicht, achso, vielleicht kann ich jetzt was reingucken. Ich bin wohl abgeschlossen. Ach, das war's schon wieder hier. Jo, hab die Quest jetzt auch. Jo, fertig. Ja. 5 Sekunden warten. Protectus Enclave wird geladen. So. Khaleesi. Haha. Herrlich. Was denn? Khaleesi. Die hat Game of Thrones geguckt. Was jetzt? Wie oh, lange müssen wir erst mal. Ja. Feuervogel. Will auch so einen Feuervogel haben. Ah ja, hier. Finderlohn abgeschlossen. So, und hier. Zufällig Knox zurück, ja. Immer zu Dr. Cox zurück. Diese Eingeber mit ihren Pferden. Ich will auch eins haben. Ich auch. Aber ich will kein Pferd, ich will so Schattenwolf haben oder so. Das wäre cool. Schon was Cooles, was Fliegendes. Ich glaube, das gibt's hier nicht. Das muss es geben. Ich kann meine eigenen Dungeons erstellen, also will ich auch meine eigenen Reittiere erstellen. Im Übrigen, drück mal K, beziehungsweise dann auf Hauptseite und dann haben wir da eine Quest. Auf diese Hauptseite kommst du übrigens auch mit L. Ja, ich weiß. Hier, da haben wir so eine Quest bei Erfahrung sammeln, unten drunter. Bringing to task the many arrows tribe of orcs have taken over the tower district area of the city. Wollen wir die mal machen? Warte mal, ich guck's mir klar an. Ich habe mir erstmal die ganze Quest angenommen, die der hatte von mir. Ach so, okay, warte mal. Wo? L, ne, und dann hier rechts Erfahrung sammeln, die Quest. Mhm. Jo, Quest annehmen. Die Protectors Enclave. Turmviertel. Ach, du Scheiße. Der Händler, hast du alle angenommen, ja, ne? Mhm. Und dann Turmviertel, das Ding hab ich auch angenommen, ja. So. Quest annehmen. So, ich bin Level abgekommen. GZ. Begeben Sie sich auf der Suche nach Abenteuer zum Turmviertel. Waren wir doch schon mal, ne? Na dann auf zum Turmviertel, würde ich mal sagen. Gleich. Gucken, was ich hier im Inventar habe. Gürtel bringt nichts, das bringt nichts. Das so viel Zeug, das müssen wir mal auch wieder verkaufen, Mann. Minuten braucht der Affe noch. So.
Ach so, vielleicht sollte man mal wieder die Talentpunkte verteilen. Änderung zuweisen, okay. Kräfte. Ist ein Punkt verfügbar. Aber den hebe ich mir erstmal auf. Gefährten habe ich immer noch nichts. Und Charakter. Oh, meine Kunde braucht noch 42 Minuten. So. Ich würde vorschlagen, wir tun immer hier in dem Let's Play die Quests machen und außerhalb des Let's Play tun wir dann Sachen verkaufen, Sachen kaufen, Handwerk und so, weil das zieht sich dann wirklich sehr an die Länge hin. Sehe ich auch so. Oder vielleicht auch mal so in die Indie, die wir schon mal gemacht haben in der im Let's Play, aber es geht hier ab. Ihr möchtet also lernen, den Segen der Götter zu erbitten. Die Anrufung ist eine mächtige Fähigkeit, die einmal pro Stufe in jeder Stunde in jeder beliebigen Ruhezone verwendet werden kann. Eine Ruhezone ist ein gesegneter Ort, aus dessen Boden den Einfluss der Götter herausstrahlt. Ganz so wie der Boden um diesen Altar herum, okay? Bei jeder Anrufung erhaltet ihr ein Geschenk für eure Hingabe. Probiert es gleich jetzt. Ihr könnt übrigens stündlich um den Segen der Götter bitten. Weiter. Jetzt habe ich einen Segen bekommen. Noch da? Ja. Es rauscht nämlich dann immer so, wenn Skype einen Geist aufgibt. Habe ich das gedrückt und wollte jetzt mein Geschenk? Dein Geschenk. Vielleicht musst du nochmal mit der Typin reden. Alter. Jetzt. Ich bin ja mal gespannt, ob Gronkh und Sarazar bei im Livestream auch mal so ein Neverwinter Flashmob machen. Das sind wir dabei. Ja, wenn es auf mein Flyer ist, ja, ich glaube, das könnten wir dann sogar aufnehmen. Das wäre cool. Aber die crashen dann wahrscheinlich wieder die Server. So, wo bist du jetzt? Noch bei der Tante. Ach, dort. Ich stehe vor dir. So. Kann ich mit der quatschen. So, Strong 1. Nicht genug Aktionspunkte. Der Segen der Götter. Der Segen der Götter. STRG plus 1. Wie geht das? Nicht genug Aktionspunkte. Ich hab's jetzt nochmal per Mausklick gemacht. Ah. West abgeschlossen. Oh, Segen der Gerechtigkeit. Verwenden 16 Rüstungsdurst. Oh, 1450 Roh-Astral-Diamanten. Cool. Ja, stimmt. Wenn man das stündlich holt, dürfte es doch gehen. Stündlich 1400 Astral-Diamanten. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich immer so funktioniert, aber es wäre cool, ne? Ja, hat etwas. Dann könnte man auch ganz leicht dieses Zen-Gedöns sich irgendwie da besorgen. So, jetzt Turmdistrikt. Kommst du? Ja, warte mal. Ich bin jetzt hier irgendwie so einen Wegpunkt gesetzt. Das wäre cool. Ich laufe jetzt mal wohin. Folge dir. Wo willst du hin? Wir können erstmal die Quest, die wir hier in der Stadt haben, machen. Falscher. Ja, naja.
Falscher Götze, ich bringe sie zum wundersamen Bazar. Ziel erfüllt. Ja. Tägliche Quest, diese Quest ist in... Okay. Jetzt muss ich... Ist die Erkundin hier? Ah, okay. So. So, genau, jetzt zu dem dort hinten. Da muss ich auch noch hin. Die Quest abgeben. Nee, wo war denn das? Ach, bei der war das. Oh. Jetzt habe ich nur die PvP-Quest als Stadtquest hier. Nice, 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 nice. Ich habe noch der Händler. Muss ich noch machen. Na komm. Okay, das war's schon. Ziel erfüllt, okay. Und jetzt brauche ich nur noch Tower. Die 11 ist der Herrschaft PvP, ne? Mhm. Das ist auch die letzte, die ich brauche hier. Ich bin gerade mal beim Rüstungshändler. Aha. Kauf mal 6 ein. Gut, da raste ich für Stufe 20. Ja, ne. Aber leider keine gute tödliche Stiefel. Aber dem können wir wieder was verkaufen und da verkaufen wir das. Dem verkaufen wir das, 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 das und das. Das und das. So. Na. Und der hier hat nichts für uns. Ach, das kostet alles Dias. Ich habe aber irgendwie jetzt keine Lust, diese PvP-Mission zu machen. Ich weiß nicht. Na, dann machen wir es mit der anderen. Genau, also gehen wir jetzt zum Tower District. Follow me. Follow me around. Ich habe vorhin einen gesehen, der hat sich Healer genannt. War Tank? Nee, der war Healer. Welch Wunder. Auf zum Turmviertel. Sag mal, ist das eigentlich die ganze Map von... Ich habe keine Ahnung. Oder ist das bloß ein Bruchteil? Ich hoffe nur ein Bruchteil. Das wäre cool. So, Turmviertel. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Hast du zufällig mitlaufen? Nee. So, Ziel erfüllt, Quest abgeschlossen. Cool. Gleich hingekommen und sofort Quest abgeschlossen. So muss das doch sein. No. Was ist jetzt schon wieder? Oh Leute, jetzt ist das Spiel wieder abgeschmiert. Wir sehen uns gleich wieder.